Meine beiden Gäste heute machen gerade eine ziemlich harte Zeit durch, seit 2 Jahren schon. Da hat sich ihr Familienleben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Die jüngste Tochter hatte einen extrem bösartigen Tumor. Doch die damals 12-jährige Valentina kämpft. Ihr Motto: Never give up. Die Gymnasiastin aus Wangen nimmt die Kriegserklärung Krebs an, wie sie selbst sagt. Sie will kein Mitleid, sondern freut sich über jeden Tag. Als Valentina dann doch mit gerade mal 13 Jahren stirbt, beschließt die Familie, eine Stiftung für schwerkranke Kinder zu gründen. Kurt und Renate Peter sagen, die unglaubliche Stärke ihrer Tochter trägt die ganze Familie bis heute. Und hier sind sie, die Eltern. Schön, dass sie da sind, Renate und Kurt Peter. Herzlich willkommen. Ja, wenn man diese Fotos sieht von ihrer Tochter, ein fröhliches, ja, lachendes Kind. War sie denn auch so in dieser Zeit oder nur immer dann für die Fotos? Nein, sie war wirklich so. Und das gerade im Rückblick bin ich wirklich ganz überrascht, weil was sie im Krankenhaus durchgemacht hat oder aufgrund der Erkrankung, hätte sowas nicht erwarten lassen. Und sie hat sich aber wirklich über jeden Tag und jede schöne Minute im Planschbecken oder sonst wo gefreut. Ja, es ist auch wirklich ein nettes Bild, wie sie da drin sitzt, ganz entspannt. Und Sie sagen ja, die Kraft Ihrer Tochter hat auch Ihnen geholfen in dieser Zeit. Ja, das war eine Wechselwirkung natürlich, weil auf der einen Seite war es unsere Aufgabe als Eltern, es gibt ja keine Aufgabe mehr, wenn man sie so abliefern muss in der Uniklinik, war unsere Aufgabe einfach die Zuversicht die Zuversicht auf, dass jeder Weg gut ist, zu geben. Und gleichzeitig haben wir dann gemerkt, diese Kraft, die Valentina bekommt von uns als Eltern, die kommt auf uns zurück. Das war eine Wechselwirkung gewesen, ja. Sie haben ja 2015 diese Diagnose bekommen. Wie geht man damit um? Was hat das mit Ihnen gemacht? Das war erstmal eigentlich ein Holzhammer gewesen. Also der Diagnosetag, da waren wir dann auch abends ganz fertig. Also ich habe dann geweint am Abend, richtig heftig. Und danach habe ich mir eigentlich nur vorgenommen, wir kämpfen jetzt einfach. Es gilt einfach in die Zukunft zu schauen. Und ansonsten, dass man nicht noch mal so einen Holzhammer hat, muss man sich eigentlich drei Strategien festlegen. Sie wird gesund, ist natürlich ganz einfach. Darauf arbeitet man hin. Sie bleibt irgendwie behindert oder hat bleibende gesundheitliche Schäden. Oder sie stirbt. Dass man sich einfach auf alles innerlich vorbereitet. Aber das ist natürlich erstmal nur der Plan, was dann so mit einem passiert und was es mit einem dann so macht in dieser Zeit. Da gibt es ja kein Lehrbuch dazu, oder? Nee, gibt es nicht. Nee. Man kann eigentlich nur von Tag zu Tag gehen. Und im Rückblick denkt man sich manchmal, wie haben wir das eigentlich selbst? Also wir fragen uns selbst, wie man das gemacht hat. Aber die Frage stellt sich nicht. Man muss dieses Ziel haben vor Augen, dass man praktisch verschiedene Wege geht, die auch auseinandergehen. Also zwischen gesund und sterben ist ja eine große Lücke. Und man muss das einfach durchtragen. Und das macht man dann auch, weil man ist es dem Kind schuldig. Und sich selber vielleicht auch, weil man muss ja auch irgendwie diesen Schritt überleben. Ja, und dann auch noch dieses Auf und Ab. Dann kommt mal wieder die Hoffnung, vielleicht doch auf Heilung. Und dann wieder die andere Diagnose, dass es doch viel schlimmer ist, als man gedacht hat. Dieses Wechselbad, ich meine, das ist ja auch was. Wie hat eigentlich die Tochter das da so genommen? Also sie war immer stark und hat sich wirklich immer über jeden Tag gefreut. Also mir ist es auch nicht ganz klar, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in ihrer Lage gewesen. Aber sie hat es wirklich geschafft. Und ich vermute, sie war auch katholisch bei den Pfadfindern und einfach mitgetragen von dieser Gemeinschaft und auch von ihrer Religiosität. Sie sind ja beide auch sehr gläubig. Mhm. Ja. Fragt man da nicht manchmal auch in Gebeten nach beim lieben Gott, warum er einem so eine Prüfung auferlegt? Ach, das hat der Arzt auch gefragt. Sind Sie nicht manchmal wütend auf Gott oder so? Und da haben wir gesagt, also eigentlich, wissen Sie, früher, vor 5000 Jahren, haben die Menschen gesagt, wenn es nicht regnet, ist Gott schuld. Wenn der Nil nicht kommt, ist Gott schuld. Aber da sind wir eigentlich ein bisschen weiter. Wir wissen heute, ein Tumor ist eine biologische Sache. Ja. Es ist eine Zellteilungsgeschichte. Und wir haben alle Biologie gehabt auf der Schule. Also da weiß man mittlerweile, sowas ist Natur. Die andere Seite ist viel wichtiger. Gibt mir das einen Halt, dass ich in unserem Fall halt katholisch bin und dass wir unser Leben darauf aufgebaut haben. Und wir haben eigentlich erfahren dürfen, entdecken dürfen, dass es trägt. Mhm. Wir haben es nicht gemacht. Mhm. So würde ich sagen. Toll. Und haben das dann auch umgewandelt jetzt auch noch in Energie, die Sie aufwenden, um diese Stiftung jetzt
ja, anzuschieben. Und ich meine, im Grunde haben Sie schon damit angefangen, ja, da war sie noch nicht mal gestorben. Ja, gedanklich. Und schon war klar, Sie werden da was Bleibendes machen. Ja. Das war einfach, man merkte einfach, wie wir Valentina erlebt haben, ist ein Anspruch an uns. Ja. Wir können nicht einfach sagen, sie ist weg, das war's, sondern wir müssen diesem Leben, was wir vor allem die letzten 12 Monate erlebt haben, müssen wir eine Antwort geben. Und das war uns schon klar. Und es war ja seit September klar, dass sie stirbt eigentlich, weil wir die Chemo abbrechen mussten. Und von daher war schon ziemlich früh klar, dass wir irgendeine Antwort finden müssen. Und wem helfen Sie mit dieser Stiftung, mit dieser Valentina-Stiftung? Wir wollen eigentlich das, momentan möchten wir gern, dass schwerst- und sterbenskranke Kinder nicht im Krankenhaus sterben müssen, wie Valentina. Die hat sich selber ausgesucht, weil sie sich sicher fühlte. Aber eigentlich bietet eben zum Beispiel die Uniklinik Ulm an, dass solche Kinder dann auch zu Hause versorgt werden können. Das ist der erste Schritt, den wir machen wollen, dass wir da mithelfen, dass das möglich wird, indem wir das teilweise finanzieren, was die Krankenkassen nicht finanzieren. Und was glauben Sie, warum Valentina diesen Weg nicht gewählt hat, sondern gesagt hat, sie möchte lieber... Das hat einen ganz praktischen Grund. Dieses Projekt Palicure von der Uniklinik Ulm war etwa 8 Wochen vor ihrem Tod erst gegründet worden. Das heißt, sie konnte eigentlich keine Erfahrung sammeln. Die Uniklinik hat sie angeboten. Die kann bleiben, wo sie möchte und sterben, wo sie möchte. Und dann hat sie gesagt, nee, ich komme in die Klinik, da fühle ich mich sicher. Die Erfahrung hat sie gemacht und sie wollte den roten Knopf haben. Und das haben wir jetzt hier auch... hinter mir im Bild. Und da haben wir ihn in real. Der Kaktus, den sie sich ja kurz vorher noch gewünscht hat, vor ihrem Tod, Valentina. Und das ist jetzt das Symbol geworden, der Stiftung. Also alle Infos zur Stiftung gibt es natürlich auch bei uns auf der Internetseite. Ich wünsche Ihrer Stiftung alles, alles Gute, dass Sie wirklich ganz vielen Kindern und krebskranken Menschen helfen können. Danke, dass Sie da waren und dass Sie so toll erzählt haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Kraft und bleiben Sie so. Vielen Dank. Vielen Dank.